Willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Chapter 1. Beim letzten Mal haben wir ein Hotel erreicht auf einer Insel, nennt sich Cordana. War doch richtig Cordana, ne? Warte. Müsste. Da, Cordana. Und sind eigentlich nur in ein Hotel reingegangen, haben hier uns hingesetzt, gegessen, haben wir einen Gehstock gefunden. Ich gestikuliere auch schon so wie Sherlock Holmes. Und den Gehstock haben wir auch dem Mann zurückgebracht und haben gesehen, hey, der ist hier voll in Schlägerei. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Weil ihm wurde ein Diamanten geklaut. Und ja, seine Frau liegt hier ohnmächtig hier, weil sie wohl einen Geist gesehen hat. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Ja. Und ich rede jetzt hier erstmal mit ihm. Guten Tag. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Ja, der Bedienstete ist natürlich sehr hilfreich. So, der voll was auf die Fresse gekriegt hat. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Okay, sind gerade Geister zugegen? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? Natürlich. I suppose this can wait. Ich finde heraus, wer es war. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Okay. Gedankenspielhinweise erhalten. Okay, schauen wir gleich auch nochmal. Find the stone, Mr. Okay. Holmes, and quickly. Und du magst das Ambiente, ne? The ambience. Ja. Nice and creepy. Okay, wir schauen mal ganz kurz, was es mit diesen Gedankenspielen auf sich hat. Hilfe. Hinweise analysieren, um Antworten zu erhalten. Deinen aktuellen Fall auswählen, habe ich gerade gemacht. Einen Hinweis auswählen, mit relevanten Hinweis kombinieren. Neuen Hinweis im Fall mal behalten. Neue Schlussfolgerung ziehen. Okay. So, Lady Craven deutete über den Tisch. Lord Craven schlug das Medium. Hat, glaube ich, miteinander eher wenig zu tun, aber gut. Ich glaube, umgekehrt auch nicht. Okay. So, Mutterliebe ist, glaube ich, so mehr oder weniger unsere Hauptquest von dem ganzen Ding. Und das ist halt jetzt dieser Fall. In der Fallmappe haben wir im Prinzip halt nur nochmal was zum Nachlesen und halt Zeug, was wir dann andere Leute fragen könnten. So. Da haben wir hier so einen ollen Spiegel. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Mhm. So, hier. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Gut. Und sonst haben wir eigentlich nur noch den Tisch hier vor uns, ne? Dann schauen wir uns doch mal den Tisch hier genauer an. Wir haben einmal hier Ständer für das Ding. Konzentrationsmodus nimmst du die eher unscheinbaren Details in deiner Umgebung wahr. Drück R1, okay. So, und dann kann ich das hier angucken. Halterung für ovalen Gegenstand, Diamant, Karat. 1,3 Zoll Durchmesser, okay. Also da stand auf jeden Fall das Ding. So. Haben wir so grüne leuchtende Paste. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Yeah, okay. Was haben wir hier? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Okay, dann saß hier wahrscheinlich halt dann die Frau. Ups, falsche Taste. Zigaretten und Aloe. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Larrinaga cigar. What else does a gentleman need? Bestimmt saß da halt der Lord Craven. Und hier haben wir noch irgendeine Schmetterlingsbrosche oder sowas. Motte. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir für Schlussfolgerungen hier ziehen können.
Ja, Lord Craven deutete über den Tisch. Lord Craven schlug das Medium. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Und dann deutete sie über den Tisch. So, Augenzeuge im Atrium. Lady Craven deutete zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im Atrium sah. Okay. So, was haben wir noch? Mottenbrosche? Ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Zusammenhang steht. Ich glaube, ich kann hier das auch nicht mehr wegmachen, wenn ich hier einmal halt, ne, zusammengedingst habe. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist oder nicht. Keine Ahnung. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Oh, I hope it was the ghost of the Raja. Ja, dann schauen wir doch mal nach draußen. Kann ich hier raus? Ich kann hier raus. Da ist etwas. Frischer Kratzer, feststeckendes Objekt. Was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Absatz eines Schuhs von Frauen. Hier so ein. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Okay. Was ist das hier? Aussage des Mediums Luca Galici. Luca Galici, das Medium, beteuert seine Unschuld. Er sagte, dass die Lady anfing zu schreien und über den Tisch hinweg deutete. Zudem ist an Mr. Galicis Gesicht unschwer zu erkennen, dass Lord Craven aufsprang und die Fäuste schwang. Auf der linken Seite haben wir da oben. Wenn du einer Spur folgen willst, musst du zunächst den dafür relevanten Hinweis anheften und damit R1 den Konzentrationsmodus wechseln. Damit die Spur sichtbar wird, bleib stets im Suchbereich, damit Sherlock die Spur nicht verliert. Okay. Weiß vielleicht nicht, inwiefern jetzt hier eine Spur zu sehen ist. Aber vielleicht hat der Herr hier irgendwas gesehen. Are you able to help me? Excuse me, what? I'm not sure I know. Okay. Hast du eigentlich noch irgendwas zu erzählen, wenn du schon mal hier sitzt und deine Schuhe im Wasser badest? Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. Okay. Oder soll ich den nochmal fragen? Den Luca Galici? I didn't take the diamond, I swear. Okay, er schwört, also glaube ich. Na mal abwarten. Hier geht's ja auch noch irgendwo lang. Vielleicht finden wir heraus, wer hier lang gelaufen ist. Und sich der Absatz hat abbrechen lassen. Da fehlt ein Absatz. Size 4 with a broken heel. Rose de Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. Okay. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir... Das hier was? Ein abgebrochener Absatz. Ich mach das hier mal als... Mein Hinweis, mit dem ich hier dann andere Dienstmädchen befragen will. Ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst, oder? Do you know anything about this? Apologies, sir, but I've never heard of it. Okay. Vielleicht sie. May I ask for your assistance? You look like an honorable man. I have some information for you. Das Personal sagte, dass Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie dürfte oben bei den Gemälden zu finden sein, wo sie gerade putzt. Okay. Dann suchen wir mal das Mädel bei den Gemälden. Wo haben wir denn hier Gemälde? Da haben wir ein Gemälde. Dann haben wir auch jemanden. So, was haben wir hier? With skills like that, this biblical lady could get a job in Scotland Yard. Okay. Mit dir reden wir gleich. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Okay. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the séance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but
If I may ask, who are you? Ich muss ein Verbrechen aufklären. Ich bin ein Schriftsteller. Dann lüge ich. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich lüge mal. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it now. Should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Was haben Sie im Zimmer gesehen? Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest, a glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? Mm-hmm. The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor okay. girl, Sherry. What's it? The ghost. Oh, sir, I remember it forever. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. Das einfach weggeploppt, habt ihr das gesehen? Explain simple things to simpletons. Okay. Hier haben wir, was? Seance-Zimmer. Okay, da müssen wir als nächstes hin. To my best student, may your music always resonate on the deepest strings of our souls. Master Anthony. Okay. Aber bevor ich jetzt da unten ins Seance-Zimmer halt reingehe, will ich eigentlich hier nochmal ein bisschen gucken. Weil, warum nicht? Ja, vielleicht gibt es hier grundsätzlich noch ein bisschen was zu erforschen und zu erkunden und zu machen, tut und tun. Einfach mal gucken. Versuch macht klug und so, weißt du? Dann stehst du wieder hier. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Okay. Du sitzt hier bequem, ne? Ja. May I ask you something? Excuse me, what? I'm not sure I know. Achso, ich habe auch noch die komische Frage hier drin, ja. Es kann ja nichts werden. Da liegt ein Brief. Im Hotel liegen gelassener Brief. Werter James, ich habe Ihre Abhandlung über den binomischen Leersatz mit großem Interesse gelesen. Und obschon sich mir der Inhalt in Teilen nicht ganz erschlossen hat, so konnte ich dennoch feststellen, dass Sie mit großem Eifer geforscht haben. Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, Ihr Werk alsbald veröffentlichen zu lassen, da die Welt gewiss einen enorm praktischen Nutzen aus Ihrer Methode ziehen wird. Hochachtungsvoll, Professor Gilbert. Okay. Warum konnte ich jetzt diesen Brief mitnehmen? Warum war der wichtig? Ich habe doch keine Ahnung. Kann ich eigentlich hier hinten irgendwie hin und... Nur mal so gucken. Ich glaube, es bringt nicht viel. Gibt es hier noch mehr Tische, wo irgendwie was drauf liegt? So, keine Ahnung. Zeug? Eine Zeitung oder so? Dunkle Rituale auf dem Friedhof. Und gleich als ich um die Ecke kam, sah ich ihn, den Nekromanten. Er blickte sich nervös um, doch ich konnte mich rechtzeitig hinter einem Grabstein verstecken. Mein gesunder Menschenverstand sagte mir, dass ich die Beine in die Hand nehmen sollte. Aber mein Pflichtbewusstsein ihnen gegenüber, werte Leser, meldete ich lautstarker zu Wort, selbst lauter als mein Überlebensinstinkt. Glücklicherweise bemerkte der Vampir mich nicht und fuhr mit seinem teuflischen Ritual fort. Er erweckte eine Frau in ihrem Grab zum Leben und befahl ihr sogleich, zwei Männer zu töten, die in der Nähe waren. Danach küssten sie sich und vollzogen einen ganz und gar unheiligen Geschlechtsakt. In den kurz zuvor gehobenen Sarg Stunden vergingen, bis schließlich der Mond langsam entschwand
und die Liebenden sich in Fledermäuse verwandelten, um hinfortzufliegen. Es gelang mir, einige Fotografien der Opfer anzufertigen, die jedoch bedauerlicherweise von der Polizei konfisziert wurden. Okay. Kann ich jetzt einen Drink? Oder einen Keks? Isn't life too short to remain sober? Weiß ich nicht. Ach, guck mal. Er sitzt jetzt hier, ja? Have you found the stone? No? Could this evening get any worse? Okay. Willst du jetzt mit mir reden? Pardon, Monsieur. But I am not in the mood to talk. Ja, dann halt nicht. So. Gibt es noch was? Irgendwas, was ich irgendwie übersehen habe oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich will noch mal oben gucken. Nicht, dass ich hier tatsächlich noch irgendwie was übersehen habe. Ich will nur ein Stückchen sicher gehen, weißt du? Ich glaube, viel mehr ist hier wirklich nicht. Dann können wir auch runter. Ab in den Sicherungsraum. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. Interagiere mit dem wirbelnden Symbol in der Spielwelt, um zu beginnen, und rekonstruiere dann den genauen Hergang. In diesem Fall musst du versuchen, die Seance-Teilnehmer richtig zu positionieren. Okay, setzen wir uns mal hin. Wir legen uns hin. Ach. Okay. Wir denken ernsthaft richtig krass darüber nach. Jetzt sind wir in der Kontrolle von John. Okay. Jetzt können wir hier quasi rekonstruieren, wer wo saß, ja? Da hinten sitzt schon die am Fenster. So, das heißt, die Frau muss hier gesessen haben. Hier muss der Mann gesessen haben, wegen Zigaretten und so. Das ist der Scharlatan. Ja, genau, der hat ja auch den Stuhl geworfen. Nein. Hier saß, genau, er hier. Dann hätte er irgendwie einen Geist erscheinen lassen. So, und das kann ich jetzt mit R1 bestätigen. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing! It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Vielleicht. The Cravens are upstairs in room 226. Dann suchen wir mal Raum 226. Wir wissen ja schon, wo 221 ist, dann ist 226 nicht weit. 225 haben wir auch schon gesehen. Der ist nämlich da. 226, hier stehen Leute davor. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. Sludge und Tratsch kann dich bei deinem aktuellen Fall aus der Sackgasse führen oder dir sogar zu einem neuen Fall verhelfen. Nutze da jede Gelegenheit, um Leute zu belauschen. Halte X gedrückt, sobald du ein Ohrsymbol siehst, und versuche die relevanten Gesprächsinhalte herauszufiltern. Also sie war komisch beim Essen, ja? Auf welche Weise hat Lady Craven bei den Dienstmädchen Verdacht erregt? So, Küchenchef stiehlt Essen, keine Ahnung. Übernehmen, verwerfen, manchmal übernehmen? Nein. Macht der Ehemann betrunken? Vielleicht. Sohn hat schlechten Umgang? Keine Ahnung. Viele Gäste diesen Sommer? Ist mir egal. Wirkt er angespannt? Vielleicht. Preise steigen mal wieder? Ist mir egal. Kann ich mit Fischmesser umgehen? Wahrscheinlich. Okay, ich hörte mit an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihren Beobachtungen zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatten zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Was das jetzt mit stiehlt den
Koch da Essen, keine Ahnung, zu tun hat. Ich habe keine Ahnung. Okay. Oh, wer ist denn das? Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Almost like mine. Okay. Whoa, what a breathtaking man. Okay. So, dann gehen wir mal in 226. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. War Emma bei Ihnen? And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Wo ist das Medium gerade? Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Okay, wohin sind Sie dann gegangen? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. Was haben Sie als nächstes getan? So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed. You already have yourself a mystery, Sherlock. Why am I not surprised? So wurde aus ein Diebstahl ein Mord. Gut, dann würde ich sagen, wir klären diesen Mord vielleicht dann in der nächsten Folge auf. Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen länger, ich habe keine Ahnung. Wir finden es heraus in der nächsten Folge von Sherlock Holmes, Chapter 1. Bis dahin, viel Spaß dann noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.